So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's weiter mit der nächsten Folge Lego Ninjago Custom Minifiguren von euch Zuschauer und das ist mittlerweile schon die 22. Folge und gleich vorweg nochmal vielen Dank an all die coolen Leute, die die letzte Folge wieder mit einem Like unterstützt haben. Und falls ihr noch eine weitere Folge sehen wollt, dann lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und dann schaue ich mal, wie das Format weiterhin bei euch ankommt. Auf jeden Fall könnt ihr mir heute auch wieder Vorschläge für neue Figuren unten in die Kommentare schreiben. Eine Figur muss dann mindestens bestehen aus einem Beinteil, einem Torso und einem Kopf und dann könnt ihr halt zusätzlich noch weitere Accessoires mit dazugeben, also einen Helm, Haare, Bewaffnungsteile, einen Umhang, Rüstung und so weiter. Und dazu wäre es noch ganz gut, wenn ihr eurer Figur eben einen Namen geben würdet und vielleicht noch so eine kleine Hintergrundgeschichte, was es dann mit eurer Figur auf sich hat. Und mit etwas Glück kommt die Figur dann in die nächste Folge. Und hier seht ihr ja schon mal die Figuren, aus denen ihr Teile auswählen könnt. Falls ihr Teile von Figuren wollt, die ihr hier nicht seht, dann könnt ihr es natürlich auch noch mit in euren Vorschlag schreiben. Und wenn ich die Figur dann da habe, dann werde ich das Teil auch nehmen. Wenn ich die Figur eben nicht da habe, dann mich ein gleichwertiges oder ein ähnliches Teil. Also das ist auf jeden Fall möglich. Und bevor wir uns gleich die erste Minifigur von heute anschauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Abstimmungen der letzten Folge. Da konntet ihr ja für eure Lieblingsfiguren abstimmen. Hier seht ihr mal das Ergebnis von den Figuren 1 bis 5. Da haben über 1000 Leute mitgemacht und 68% haben sich für Figur Nummer 5 entschieden. Und die schauen wir uns nochmal kurz an. Und die zweite Abstimmung seht ihr dann hier, da konntet ihr auswählen zwischen den Figuren 6 bis 10, da haben auch über 1000 Leute mitgemacht, das ist auch noch ziemlich cool. Und hier war es sogar ein bisschen knapper, 54% haben sich nämlich für Figur Nummer 6 entschieden und 31% immer noch für die Figur Nummer 7. Also das war hier auf jeden Fall ein bisschen knapper als noch bei der ersten Abstimmung, aber Figur Nummer 6 schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz an. Okay, und dann starten wir jetzt mal mit der ersten Figur von heute. Der Vorschlag kam von Michael. Du hast geschrieben, Ausrüstung Schwerthalter mit einem goldenen und einem silbernen Katana, dann noch eine Drachenklinge, ein Staffel 12 Controller in Gold mit jeweils einer gelben Hacke von Jay unten und oben und einem grünen Mundschutz. Und die Figur besteht dann aus Lloyds Staffel 11 Beine, Lloyds Legacy Torso, Lloyds Prime Empire Gesicht und Lloyds Haaren. Und der Name ist der grüne Update Ninja 2.0. Hört sich auf jeden Fall auch ziemlich cool an und ich baue die Figur mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 1, der grüne Update Ninja 2.0. Ziemlich cooler Name auf jeden Fall. Und die Figur sieht auch super aus und auch du hast eine Geschichte zu deiner Figur geschrieben. Und zwar, in einem alternativen Universum, als Lloyd in Staffel 10 den ersten Spinjitzu-Meister traf, hat er Lloyd 2 Spielmünzen gegeben, um in Prime Empire zu gelangen und um Unagami auszuspionieren. Lloyd nahm dieses Angebot an, aber später, als er mit Jay sprach, sind sie mit den Spielmünzen in Prime Empire gelangt. Dann gibt es einen kleinen Spoiler, den kann ich euch mal einblenden. Wenn ihr den mehr lesen wollt, dann lest ihn einfach rückwärts. Das ist der Anfang von Staffel 12. Also eine tolle Hintergrundgeschichte zu dieser Figur. Die Figur gefällt mir richtig gut. Der grüne Update Ninja 2.0 sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 1. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 2. Der Vorschlag kam von Tim Krampitz. Du hast geschrieben Beine vom goldenen Ninja, Torso Ultraviolet, Kopf von Lloyd, Helm lila Onimaske und als Bewaffnung Stäbe von Feuer und Eis in verbotenes Spinjitzu. Und der Name ist Machtbesessener Lloyd. Hört sich auf jeden Fall auch ziemlich cool an und ich baue die Figur auch mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 2, den machtbesessenen Lloyd. Die Figur gefällt mir auch ziemlich gut und auch du hast eine Story zu deiner Figur geschrieben. Und zwar, Lloyd hat alle seine Kräfte verloren und zieht sich die lila Onimaske an. Er bekommt seine Kräfte wieder, aber er will nur noch Macht. Dann nimmt er die Schriftrollen des verbotenen Spinjitzu und will alle Welten ihrer Macht berauben. Und das ist auch eine tolle Hintergrundgeschichte zu dieser Figur. Die Figur gefällt mir auch ziemlich gut hier mit den beiden Schriftrollen des verbotenen Spinjitzu. Zudem noch die lila Oni-Maske, die passt natürlich ziemlich gut zu Ultraviolets Oberkörper und die Beine noch vom goldenen Ninja.
Und hier unter der Maske sieht man dann nochmal das Gesicht von Lloyd. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 2. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 3. Der Vorschlag kam von Simon Gentner. Du hast geschrieben, Helm verbotenes Benjutsu Nia, Kopf von Moro, Schultern Red Visor, zwei rote Lebensanzeigen, Körper VSJ, Umhang von Crux, wenn möglich, Beine von Moro und der Name ist Die Stimme. Und auch die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 3, die Stimme. Die ist jetzt fast so, wie du vorgeschlagen hast. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Maske von Verbotenes Benjutsu Nia nicht drauf machen konnte, weil die hinten ja das lange Bandana hat. Das wäre dann an der Schulterpanzerung angestoßen. Deswegen habe ich jetzt mal die normale Maske von der Staffel 12 Nia eben genommen. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und auch du hast eine Geschichte zu deiner Figur geschrieben. Und zwar, nachdem Moro von den Toten auferstanden ist, erschuf er eine Computerwelt, um dort die Ninja zu fangen. Schließlich schickte er die Stimme los, um sie endgültig zu vernichten. Und mit der Figur möchte man sich nicht unbedingt anlegen. Er hat ja zwei Lebensanzeigen. Die zweite habe ich jetzt bloß oben drauf gelegt. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und auch die restliche Figur finde ich super. Mit dem Gesicht von Moro, dann noch den Umhang von Crux. Und zudem hat er eben auf dem Rücken noch die beiden roten Katanas. Also bewaffnet ist er auf jeden Fall auch ziemlich gut. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, die Stimme, dann ist das Figur Nummer 3. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 4. Der Vorschlag kam von Mammut Alissa. Du hast geschrieben, Hut Eiskaiser, Kopf von Zane, Panzer Drachenmeister, Körper von Zane, Beine nochmal vom Eiskaiser und als Bewaffnung Schriftrolle des verbotenen Spinjitzu, Eis und Feuer bitte verbinden. Okay, und der Name ist Eiskaiser der Zweite als weißer Schatten. Hört sich auf jeden Fall auch ziemlich cool an und ich baue die Figur mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 4, Eiskaiser der Zweite, als weißer Schatten. Die Figur sieht auch ziemlich cool aus. Und du hast auch noch eine Geschichte zu deiner Figur geschrieben, und zwar, als der Eiskaiser besiegt wurde, verzog er sich in den höchsten Berg des Niemandslands und traf eine verbannte Robofrau. Sie bekamen ein Kind namens Weißer Schatten. Einige Jahre später starben die Eltern, dann schwor er ewige Rache an Niemandsland und alle anderen Welten. Und das scheint auch eine sehr mächtige Figur zu sein hier, Eiskaiser der Zweite, der weiße Schatten. Eine coole Idee finde ich auf jeden Fall, dass du hier die beiden Schriftrollen verbunden hast. Ich habe das jetzt mal so gemacht mit einem Stab und eben beiden Schriftrollen, sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und die Figur an sich sieht auch toll aus. Wir haben natürlich viele weiße Details vom Eiskaiser und von Zane. Aber auch die Drachenrüstung passt irgendwie ganz gut zu der verbotenen Schriftrolle Feuer. Also eine coole Figur auf jeden Fall. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 4. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 5. Der Vorschlag kam von Anbu Kripji. Du hast geschrieben, Hut, Lloyds Maske, Staffel 5 oder 6. Kopf von Kai, Rücken, Schwerthalter. Torso von Jay, Staffel 5 oder 6. Beine von Zane, Staffel 5 oder 6. Als Bewaffnung noch Coles Hammer und Nias Speer. Und der Name ist Multininja. Und auch die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 5, der Multininja, und auch du hast eine kleine Geschichte zu deiner Figur geschrieben, und zwar Lloyd, Jay, Kai, Zane, Cole und Nia haben ihre Kräfte vereint und haben einen neuen Ninja erschaffen. Und das ist hier eben der Multininja. Hier haben wir von jedem Ninja einen Teil mit dabei. Der Körper besteht ja dann aus Teilen von Zane, Jay, Kai und Lloyd. Und die Bewaffnung eben von Cole und Nia. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Eine Kleinigkeit musste ich verändern, und zwar die Maske. Da habe ich keine Maske von Lloyd gehabt aus Staffel 5 oder 6. Deswegen habe ich diese genommen. Die sieht ähnlich aus. Und ich finde auch, die Figur sieht super aus. Und wenn ihr für sie abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 5. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 6. Der Vorschlag kam von MinecraftSteve001. Du hast geschrieben, Kopf und Haare, Teenie-Wu, Torso und Beine, schwarzer Ninja-Trainingsanzug mit weißen Armen und gelben Händen. Als Ausrüstung noch Wu Stab und der Name ist junger Meister Wu. Und auch die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 6, der junge Meister Wu. Und auch du hast eine Hintergrundgeschichte zu deiner Figur geschrieben, und zwar, als Wu und die Ninja aus dem Ödland wiederkehrten, wird Wu nicht alt, sondern bleibt ein Teenie. Aber das heißt nicht, dass er seine Schüler nicht mehr trainieren kann. Und das ist auch irgendwie eine coole Geschichte. Sie passt natürlich wunderbar zu der Figur. Die Figur sieht auch super aus mit dem Gesicht und den Haaren eben von Teenie Wu. Dazu noch der Trainingsanzug in Schwarz, der so ein bisschen edler aussieht, finde ich, wie die Weißen. Aber hier dann eben noch mit den weißen Armen und den gelben Händen. Passt dann natürlich auch wieder zu dem Namen junger Meister Wu. Also alles in allem auch wieder eine tolle Figur mit einer schönen Hintergrundgeschichte. Und wenn ihr für sie abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 6. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 7. Der Vorschlag kam von Abdesamad Hakimi.
Du hast geschrieben Maske, Sane VS, Kopf vom Blizzard Schwertmeister, Rüstung von Tsushimi Staffel 12, Bewaffnung 2 Eisschwerter, Bauch und Beine Sane VS, ebenso der Spinjitzu Slam und der Name ist Eiskaiser VS. Und auch die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 7, der Eiskaiser VS, auch eine coole Figur. Bei der Figur musste ich aber jetzt gerade ein paar Änderungen vornehmen, und zwar hat die Rüstung von Tsushimi nicht draufgepasst, wenn er hier diese verbotene Spinjitzu-Maske trägt. Wir können aber nachher mal die Maske abnehmen und dann noch die Rüstung anlegen. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Das werden wir gleich noch machen. Aber vorher erzähle ich euch erstmal die Geschichte, die du noch zu deiner Figur dazu geschrieben hast. Und zwar, als Sane einmal aufwachte, war er in der Nimmerwelt und er wurde wieder zum Eiskaiser. Aber dieses Mal besser. Und das kann man laut sagen, er ist hier wirklich eine sehr, sehr coole Version vom Eiskaiser, Eiskaiser VS hier mit dem verbotenen Spinjitzu. Sieht schon mal ziemlich cool aus und wir werden jetzt nochmal kurz die Rüstung anlegen. Dann sieht die Figur mal so aus, also die Rüstung passt auf jeden Fall sehr gut dazu, weil sie halt auch weiß ist. Die Lebensanzeige habe ich auch mal hinten dran gelassen, die können wir aber gleich nochmal wegmachen, weil wir sind ja eigentlich nicht in der digitalen Welt. Dann sieht die Figur mal so aus. Jetzt habe ich ihm auch den Eiskaiser-Helm aufgesetzt, weil das Problem bei der energiegeladenen Kapuze ist ja, dass hinten wieder das lange Bandana dran ist. Das stößt dann immer an der Katana-Halterung an. Deswegen habe ich dann hier eben mal den Helm vom Eiskaiser genommen. Ich finde aber, die Figur sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus und wenn ihr für sie abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 7. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 8. Der Vorschlag kam von Darth Nihilus 34. Du hast geschrieben, Kopf böser grüner Ninja, Maske von den Zeitzwillingen, Torso grüne Schlange, Beine hellgrün wenn möglich, als Waffen die grüne und die rote Zeitklinge und der Name ist böser grüner Zeitninja. Hört sich auf jeden Fall auch ziemlich cool an und ich baue die Figur mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 8, der böse grüne Zeitninja, auch eine sehr schöne Figur. Und auch du hast eine Geschichte zu deiner Figur geschrieben, und zwar, der böse grüne Zeitninja ist aus dem Jahre 2166 ins Jahr 2016 zurückgereist, um das Verschwinden von Garmadon zu verhindern. Wird es ihm gelingen? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage und auch deine Figur gefällt mir ziemlich gut. Bei den Beinen habe ich jetzt mal die von Lasha genommen aus der Legacy-Reihe, weil andere hellgrüne hatte ich gerade nicht da. Dazu habe ich dann auch noch den Torso von Lasha genommen, passt halt ziemlich gut zusammen. Und auch das Gesicht von Moro sieht super aus, unter der Maske von den Zeitzwillingen, dazu noch die beiden Zeitklingen. Also auch wieder eine sehr schöne Figur mit einem tollen Namen, der böse grüne Zeitninja. Und wenn ihr für sie abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 8. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 9. Der Vorschlag kam von Izuku Midoriya. Du hast geschrieben Maske Lloyd VS aus dem Spinjitzu Slam Set. Torso und Beine vom Drachenmeister, Gesicht Jay Staffel 11. Rüstung Schulterplatte aus Staffel 11. Und als Bewaffnung rechts ein normaler Stab und links ein beliebiges Element. Und der Name ist Shota der Drachen-Ninja, auch genannt der dritte Drachenmeister. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr interessant an und auch die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 9, Shota, der Drachen-Ninja oder auch genannt der dritte Drachenmeister. Und auch du hast eine Geschichte zu deiner Figur geschrieben, und zwar, die Mutter der Drachen bekam ein Kind, das die Kraft hat, verschiedene Elemente zu lernen. Je mehr Kräfte es lernt, desto schwieriger wird das Lernen. Außerdem kann Shota mit Drachen reden. Als Lloyd das Land der Drachen besuchte, entdeckte er Shota und nahm ihn mit. Jetzt ist Shota ein Mitglied des Ninja-Teams. Aber Shota hat einen Bruder, der dunkle Drachenmeister. Shota erfährt von den Plänen, wer wird wohl gewinnen? Und auch das ist eine gute Frage. Die Figur sieht auch super aus. Die Farbkombination passt sehr gut mit dem Gold vom Drachenmeister. Und dann noch die energiegeladene Maske von Lloyd ebenfalls mit dem Gold. Auch die Rüstung, die Schulterplatte hat gut drauf gepasst. Und als Element habe ich hier einfach mal das Feuerelement genommen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, deine Figur. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 9. Okay, und damit kommen wir schon zur Figur Nummer 10. Der Vorschlag kam von Thomas Krukoll. Du hast geschrieben Kopfbedeckung, Overlords Helm, Kopf von Herr E, Rüstung ebenfalls von Herr E, Körper vom Overlord, Beine Stone Army Scout klein, Waffe Overlord Stab, unteren Stab abnehmen und einen Kristall in die andere Hand drücken. Und der Name ist Lord E. Und auch die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 10, Lord E oder Lord E. Die Figur, muss ich sagen, sieht auch ziemlich cool aus und auch du hast eine Geschichte zu deiner Figur geschrieben, und zwar, als Herr E und Overlord gegeneinander kämpften, kamen sie in die Nähe eines Kristalls, der sie kombinierte. Darauf entstand Lord E oder Lord E.
Und ich muss sagen, die Figur gefällt mir auch ziemlich gut. Hier ist alles schön in Schwarz gehalten, sieht optisch toll aus. Auch die kleinen Beine finde ich auch mal eine schöne Abwechslung. Dazu noch die Waffe vom Overlord, also der obere Teil ist auch irgendwie ganz cool. Und natürlich noch der Kristall. Also alles in allem ein schöner Abschluss für diese Folge, Figur Nummer 10, Lord E. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist es ja Figur Nummer 10. Okay, und hier seht ihr nochmal alle 10 Figuren von heute im Schnelldurchlauf. Ihr könnt heute natürlich auch wieder für eure Lieblingsfiguren abstimmen und natürlich könnt ihr mir auch heute wieder Vorschläge für neue Figuren unten in die Kommentare schreiben, die dann vielleicht in der nächsten Folge drankommen. Und wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.